zur Administration der Umgebung gibt es ein paar Dinge, die man wissen sollte. Wir versuchen das hier mal zusammenzufassen. Ist natürlich ein weites Feld. Es gibt unten dieses Update-Icon. Da seht ihr schon, was eventuell zu aktualisieren ist. Wenn ihr auf Update geht, kommt manchmal dieser Hinweis, ein Fehler ist aufgetreten. Das ist aber kein Fehler, sondern nur Hinweise auf einen schwachen Schlüssel eines gewissen Herstellers. Können auch andere Dinge sein, aber in der Regel kann man wirklich einfach auf Weiter drücken und das Ganze ignorieren. Ändern könnte es in dem Fall eh nicht. Dann beim Aktualisieren werden diese Programme nachgeladen. Dafür muss man natürlich online sein, kommen eventuell noch Hinweise, bestätigen und dann werden die, dann wird noch das System-Admin-Passwort abgefragt. Das wird euch auch zur Verfügung gestellt von LabDo. Und dann holt sich das Betriebssystem die Updates. Je nach Geschwindigkeit dauert es natürlich ein bisschen länger manchmal und danach werden die Sachen aktualisiert. Wir machen das jetzt mal klein, das läuft jetzt im Hintergrund weiter. Bei Tastaturen habt ihr die Möglichkeit, neben den bereits vorinstallierten noch weitere Tastaturbelegungen hinzuzuholen. Müsst ihr schauen, welche ihr braucht. Ihr könnt die auch, die ihr nicht braucht, löschen. Und dann schnell zwischen den Tastatureinstellungen hin und her springen. Lautstärke, Batteriestatus, Uhrzeit, Datum. Das Ganze ist so eingestellt, dass ihr entweder das manuell einstellen könnt oder ihr habt die Möglichkeit, so ist es auch von uns gedacht, dass wenn es online ist, dann synchronisiert sich das System mit der Internetzeit automatisch. Unter Systemverwaltung oder Control Center habt ihr so die klassischen Möglichkeiten, die ihr kennt. Ihr könnt da zum Beispiel jetzt auch wieder aufs Datum zugreifen und das entsprechend ändern, Zeitzone ändern, manuell oder eben über Internetverbindung. Die Funktionen in diesem Control Center sind aber vergleichbar mit anderen Betriebssystemen. Ihr könnt da verschiedene Firewall-Einstellungen, neue Drucker, Maus-Einstellungen etc. machen. Wir gehen jetzt hier mal auf Drucker zum Beispiel oder hinzufügen. Da habt ihr die Möglichkeit, Netzwerkdrucker oder USB-Drucker anzuschließen. Linux erkennt in der Regel automatisch die Endgeräte und lädt die entsprechende Software automatisch nach. Sprachpakete waren wir kurz schon vorhin drin. Maus ist das Touchpad ab und zu recht träge. Das kann man hier entsprechend schneller einstellen. Dann wird die Mausgeschwindigkeit erhöht. Ist manchmal ganz, ganz praktisch. Die Einstellungen, Windows, was man da sieht. Also es gibt sehr viele Schrauben, die man am System einstellen kann. Müsst ihr euch ein bisschen mal mit befassen. Seid nur vorsichtig, dass euch nichts aus Versehen verstellt. Netzwerkeinstellungen verbinden mit dem Server, all das ist auch hier entsprechend machbar. Welche Programme automatisch gestartet werden sollen und so weiter und so weiter. Treiberverwaltung. Ab und zu müssen Treiber nachgeladen werden manuell, aber das ist sehr selten der Fall. Funktioniert ein bisschen anders wie unter anderen Betriebssystemen. Ihr habt also keine CD, sondern es wird alles vom Internet heruntergeladen. Bei der Anwendungsverwaltung, auch App Store, habt ihr eine ganze Reihe von Programmen, ungefähr 80.000, 90.000 Programme, die ihr kostenlos nachladen könnt. Hier habt ihr immer eine Vorauswahl, ihr könnt dann gezielt nach Funktionen oder Namen suchen. Da gibt es zum Beispiel unter PDF Programme, wie ihr PDFs umorganisieren könnt, neu erstellen könnt, ändern könnt. Also da gibt es eine Vielzahl an Programmen. Wir haben etwa 200-300 herausgefiltert und für euch schon vorinstalliert, aber es gibt sehr viel mehr und fast alle
kostenlos und legal zu nutzen. Python ist vorinstalliert, viele andere Dinge auch. Also wir haben uns wirklich da über Jahre mit beschäftigt und versucht, eine sinnvolle Vorauswahl zu treffen. Wir können natürlich nicht jedes Programm vorinstallieren, das ist klar. Wenn euch was Spezielles fehlt, müsst ihr das halt selber entscheiden. Sollte natürlich auch richtig geschrieben sein. Sonst findet das System das nicht. Und in dem Fall jetzt Python. Der grüne Haken sieht man oben in der Ecke, ist also vorinstalliert. Und da könnt ihr euch auch jeweils vorher einlesen, was das Modul kann. Also sehr ähnlich, wie ihr es auf dem Handy oder Tablet heute auch schon macht. Da ist übrigens dann auch Linux drauf, heißt dann nur Android oder iOS. Technisch ist es aber auch Linux. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, nach Programmen zu suchen, entweder in den Rubriken oder nach dem Namen. VirtualBox ist ein Tool, damit könnt ihr sogenannte Gastbetriebssysteme installieren, Windows, jedes andere System. Wir haben das jetzt aktuell hier, das Video ist mit der Version 7, aber das wird sich über die Jahre auch wieder weiter verändern. Da habt ihr die Möglichkeit, ein neues Betriebssystem in einem Fenster laufen zu lassen, egal welches, ihr müsst euch nur drum kümmern, Kosten und ob das Ganze auch eine legale Kopie ist, das ist in der Verantwortung vom jeweiligen Anwender. Ist ganz praktisch, wenn man mal was ausprobieren möchte oder auch für Forschungs- oder Lernzwecke andere Betriebssysteme zeigen möchte. Dann gibt es einen Ordner mit Skripten. Backup und Restore ist, wenn ihr zum Beispiel das System ausgeliehen habt an einen Studenten und es kommt zurück, dann kann das mit Restore auf den Auslieferzustand zurückgesetzt werden. Install Disk Maker ist, um eine Installationsdisk runterzuladen. Codecs, Content kann man nachladen, Software kann man automatisch installieren oder updaten lassen. Und Temperatur Workaround. Dafür muss man online sein, sollte man zunächst das DEP mit dem Doppelklick installieren. Das reduziert die Belastung der CPU, damit es nicht überhitzt. Und dann als Administrator das Skript für den Temperatur-Workaround ausführen lassen. Und da habt ihr die Möglichkeit, dann entsprechend die maximale Taktrate einzustellen. Das wäre mal ganz praktisch, wenn es ältere Geräte sind, die dann leicht überhitzen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen Überblick geben und wünschen euch viel Spaß. Das Internet ist eine weitere Quelle und wir können hier in der kurzen Zeit wirklich nur Themen anreißen. Danke!